Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play oder Let's Special Anno 2070. Wir sind im Weltgeschehen und müssen Piraten ausschalten. Aber dafür möchte ich erst, wir haben jetzt alles beisammen, was wir brauchen. Allerdings möchte ich als erstes dieses Haus hier abreißen und dafür zwei neue weitere hinbauen. Weil ich möchte erst meine Schiffe reparieren, aber dafür brauche ich mehr Einwohner. Ich hoffe, dass die müssen sich nicht entwickeln. So. Wann kriege ich denn die? Irgendwie gar nicht. Komisch. Das finde ich nämlich nicht so toll, weil ich möchte unbedingt das haben. So. Jetzt liefere ich. Die haben noch angefragt. Versenken. Und nochmal 10, nochmal 15 Tonnen Werkzeug. Das tun wir runter und jetzt habe ich nicht genügend Werkzeug. Ist da noch? Da ist noch Werkzeug. Fahren wir doch mal da hoch. Und ich glaube, wir werden angegriffen. Packen wir mal unsere ganzen Schiffe zusammen. Oder was machen die? Los. Versenkt das Schiff. Ganz schön todesmutig. Ja, haha. Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. Und wir kommen Sie uns gleich also auf dieses geworden. Schiff und machen die schön fertig. Ja, los, Angriff. Das war ein unfairer Kampf. Okay. Ja, so bin ich halt. Aber wir nehmen das auf. Und das auch. Ui, das ist da. Angriffsradius hat man gerade gesehen. Was war denn das? Wir haben einmal panzerbrechende Geschosse. Die ziehen wir doch gleich mal auf unser Tycoon-Kriegsschiff. Und was war das andere? Mobile Flugbahnkorrektur. Das können wir doch hier drauf ziehen. So. Und hier oben wollten wir uns noch 5 Tonnen Werkzeuge holen. So. Und hier zu dem hier fahren, weil dann bekommen wir nochmal eine Verbesserung. Genau, ein mobiles Zielfindungssystem. Aha, Sie kommen also mit Ergebnissen. Der Wissenschaftsrat, der Einsatz von Langstreckenraketen in diesem Sektor würde unsere Forschungsarbeiten behindern. Setzen Sie diese Neoskulls außer Gefecht. Dann geben wir noch dieses Angriffsreichweite, Angriffsstärke. Ich mache lieber Stärke alles auf dieses Schiff. Wir haben hier zwei. Und hier kann die Angriffsreichweite bleiben. Gut. Dann haben wir hier 7 Schiffe. Und ich würde sagen, wir greifen die jetzt an. Und zwar ohne Reparatur. Vorsichtig! Nicht so schlimm. Solange wir keinen vernichtenden Schlag gegen die Neoskulls führen. Mach ich hau dich in das weg. Hoheitsgebiet der Neoskulls. Ja, klar. Ich verstehe das als Aufforderung zu einem schlagkräftigen Gegenbesuch. Ja, hier, schau mal. Dein Schiff ist jetzt gleich weg. Mit meinem Koloss hier. Und da liegt schon wieder was. Warum? Das war. Fahrzeug unter Beschuss. Eine im. Oh, kommt den Neoskulls in geh mal ein bisschen weg. Wir müssen. Ich habe hier gerade vergessen, was wir hier machen. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Und kaputt. Unser Kommandoschiff ist hinüber. Das war jetzt nicht so gewollt. Aber jetzt greift mal alle dieses Schiff Alarm. An. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Wozu mache ich eigentlich die Raketen so schnell scharf? Ja, bla bla bla. Los, macht's die fertig. Wir holen uns in der Zeit hier ein neues Kommandoschiff. Ein neues Kommandoschiff fertiggestellt. Initiiere Steuerungsroutine. So, da ist es. Und ihr greift auch schön das hier weiter an. Alarm. Schwächling bleibt Schwächling, egal wie so. Viel. Dann haben wir hier oben noch einen Turm, den ihr fertig macht. So. Schneller. Ich beschleunige wieder ein wenig. Gut, und hier ist der
vorletzte Turm, den wir angreifen müssen, der zurückschießen wird. Gut. Dann machen wir den hier noch fertig. So, nein! Der ist auch kaputt. Und oh, den hier noch. Schiffe. Verdammt! Macht endlich diese genauso ab, wie den hier. Gut, das war's. Und jetzt das hier schön niedermetzeln. Fahrzeug im Kampf zerstört. Was? Ah, da ist noch. Oder was? Kann ich mal ein bisschen drehen? Wer hat da zurückgeschossen? Wieso kriegen die Schaden? Nee, ich sehe nichts. Tarkus Admiral. Du könntest doch mal. Siehst du das? Die Impulsbombe da. Nein! Erstmal das. Wo sind meine Schiffe? Und das. Macht endlich diese Raketenabschuss bereit! So, dann haben wir hier noch ein Schiff, was weg muss. Bedrohung durch Neoskulls in diesem Sektor neutralisiert. Archiviere Glückwünsche aus angrenzenden Sektoren. Und dann müssen wir das noch kaputt machen. Der Weltrat machen. Übermittelt Ihnen seinen ausdrücklichen Dank. Ja, ich Mission möchte. Erfolgreich abgeschlossen. Nein, noch nicht beenden, noch nicht beenden. Sieh dich vor, dass du nicht selbst das Inferno entfachst. Na los, mach die kaputt, schneller. Nein, ich wollte die doch noch kaputt machen. Ach Mensch. Keine große Sache. Wir haben zahllose, schwer befestigte Stützpunkte, auf denen in diesem Moment atomare Sprengköpfe scharf gemacht werden. Ui, der will, glaube ich, eine ordentlich aufs Maul bekommen. Den Wunsch gewähren wir ihm doch. Welche nehme ich? Ich nehme mal die Tycoons. 50, gut, passt. Weiter. Missionsübersicht. Hey, aktive Abrüstung. So, jetzt haben wir hier mittlere Schwierigkeit. Dann wollen wir die doch mal machen. Alle haben jetzt feinen Kontakt abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wie viel Zeit habe ich noch? Soll ich das Let's Special noch weiterführen? Für ja, ich mache die Mission hier noch. Vernichten Sie den Schützpunkt der Neoskulls. Okay. Diesmal spielen wir aber die Global Trust. Gut. Auf geht's. Go, go, go. Cheerio. Mission gestartet. Reichere Zielkoordinaten erreicht. Ja, ich seh's. Und unser Schneeleopard. Schon wieder du. Langsam wird es lästig. Ich hoffe, der Erfolg an unserem Außenposten ist dir nicht zu Kopf gestiegen. Dieser voll befestigte Stützpunkt hier ist nämlich ein ganz anderes Kaliber, Freundchen. Ja, ich sehe schon viel mehr Türme als sonst. Ach, ich mag auch so ein Haus, was halb unter Wasser steht, als Festung haben. Gut. Massiver Widerstand. Das klingt da nicht so gut. Ich hoffe, die greifen mich nicht so krass an. Der Weltrat setzt sein volles Vertrauen in ihr Können. Die Direktive lautet: schnellstmögliche Neutralisierung der Piratenzuflucht in diesem Sektor. Ja, ich werde es versuchen. Und die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. Ich mache mich auch gleich ans Werk. Und wir spielen jetzt die andere Fraktion, die sich eher aufs Ausbeuten der Insel beschränkt. Energieversorgung mangelhaft. Und das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich nicht. Ja, dafür brauche ich aber die Ups. Müssen die, glaube ich. Nein, falsch. Da kommt noch eine Straße hin. So. So. Und nochmal so. Na, geht nicht. Aber sowas geht. So. Dann bauen wir wieder unser Straßensystem. La 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 la. So. Dann
Da hoch. Da hoch. Und da hoch. Genauso wie hier hoch. Darunter. Und dort entlang. Und dasselbe auch hier. Dann holen wir uns hier nochmal... falsch. Handeln. Tun hier einfach... Oh, wir holen jetzt nicht eine neue Insel, sondern... Bleiben erstmals komplett hier auf der hier. So. Und dann müssen wir noch irgendwie Strom erzeugen. Das kann doch hier super rein... Nein, natürlich passt das da nicht rein. War ja klar, super. Dann bauen wir es einfach so dahin. Und das dorthin. Obwohl, da wollte ich die Schiffswerft hinbauen. Dann bauen wir das lieber so rum. Passt. Gut. Dann bauen wir weiter Häuser. So. So, immer in Sechser rein. Ich weiß, Ökobilanz. Werte fallen. Ja, das sind halt eben wir, die Tycoons. Die hauen halt ordentlich auf den Putz. Mit Warnung. Der Umwelt. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung. Böses Wort. So, dann bauen wir und... Na komm. Na, so und so. So und so. Passt. Gut. Energie passt auch. Ökobilanz ist halt wie immer im Keller. Dann lassen wir mal schneller laufen, damit wir möglichst bald die Steuern noch ein wenig nach oben drehen können. Und dann bauen wir auch schon mal das Casino. Und das juckt gerade meinen Rücken. So, dafür brauchen wir noch eine Bauzelle. Die haben wir genau jetzt. Und... Ich weiß, die Situation ist überaus ernst. Ja, danke. Ich habe mich für Sie verbürgt, um Ihnen diese Chance zu eröffnen. Okay. Gut. Was Beweisen ist das? Sie das, ja, mein Vertrauen. Lass mich halt lesen. Ach, Arsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann bringen wir die ihm schnell. So. Haben Sie den Auftrag zu Ihr Wert für die Firma? Okay, danke sehr. Dann wieder zurück. So. Gut. Dann haben wir wieder... bauen wir wieder zwei Hütten. Meine Kumpels und ich, wir sind Ihnen wirklich dankbar für alles, was Sie so tun. Ja, immer doch. Ui, wir haben eine positive Bilanz. Das ist super. Dann... Und dann, und dann, und dann, und dann... Warten wir jetzt einfach. Ich könnte eigentlich nochmal einen Basaltbrecher bauen. Hier sowas. Dahin und nochmal so ein Schmelzofengerät. Kann man den noch nicht ausbauen. Gut. Dann. Na? Meine Kumpels und ich, wir sind Ihnen wirklich dankbar für alles, was Sie so tun. Ja. Dann lassen wir die doch aufsteigen. Neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Gut. Und können auch hier gleich Werkzeug herstellen und Beton, das werden wir brauchen. Dazu müssen wir hier was Neues erschließen. So. Eine Eisenmine. Dazu einen Kohlebrecher. Den bauen wir mal hier so. So dahin. Alle schön verbinden. Eine Eisenschmelze, die bauen wir so.
Und ein Werkzeug. Eine Werkzeugpresse. Ich weiß, man kann eine Eisenmine reicht aus, um zwei zu machen, aber ich möchte dann noch eine haben, um Munition abzubauen. Haben wir hier denn ein Fluss? Haben wir. Dann muss ich das jetzt so bauen, dass wir möglichst auch noch dieses Rohstoff... das hier. Das stimmt schon. Das ist nur so klein, das ist ja bescheuert. Aber hier haben wir das. Dann machen wir mal so und... so und reißen den hier wieder ab. Gut. Dann können wir nämlich hier den Sand abbauen und hier den Kalk abbauen. Das verbinden wir dann. Und mein Handy klingelt und unsere Zeit ist abgelaufen. Und ich sage hier vielen Dank fürs Zusehen, viel Spaß beim weiteren Video gucken und ich sage bis zum nächsten Special von Anno 2070. Ich muss noch schauen, wie ich die hochlade, ob ich die nur sonntags oder hin und wieder einfach mal hochlade. Dann muss ich schauen, wie das bei euch ankommt. Ich danke euch fürs Zusehen und sage ciao, ciao.